Guten Appetit. So wünscht man Menschen, wenn man sie trifft, zu einer Mahlzeit, wenn man mit Menschen zusammen ist. Guten Appetit, das ist ein guter Wunsch. Appetit heißt, dass du das Essen genießen wirst. Guten Appetit soll auch eine Aufforderung sein, wenn du isst, dann iss bewusst. Stopfe nicht einfach irgendetwas hinein und lenke dich dann ab mit allem Möglichen, sondern iss bewusst. Guten Appetit heißt, du genießt das Essen, du hast etwas zu essen und man weiß, wenn man mit gutem Appetit etwas isst, dann schmeckt es einem auch. Es gibt ja verschiedene Wünsche, die man haben kann. Manche sagen auch guten Hunger. Hunger und Appetit hängt auch mit Agni zusammen. Agni ist das Verdauungsfeuer. Und wenn man jemandem wünscht, guten Appetit oder guten Hunger, dann heißt das auch gutes Verdauungsfeuer, dann wirst du gut verdauen. Es gibt auch den Ausdruck Mahlzeit. Und früher habe ich den Ausdruck Mahlzeit nicht gemocht. Es ist einfach nur Mahlzeit, kein Wunsch damit verbunden. Aber es ist doch, es ist ein Achtsamkeitsaufruf. Jetzt ist die Zeit, dann Mahl einzunehmen. Und Mahl, es ist ja auch fast etwas Heiliges. Es gibt das heilige Abendmahl und es gibt das Festmahl. Mahlzeit. Es ist jetzt Zeit, aus deinem Essen ein festliches Mahl zu machen und ganz bewusst zu sein. Und dann wirst du auch guten Appetit haben. In diesem Sinne, wünsche anderen guten Appetit, wünsche dir selbst guten Appetit, iss mit gutem Appetit und wenn du isst, dann sei dir bewusst, es ist jetzt Mahlzeit.